Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen erklären, wie man die Umrechnung von Dekanewton in Kilogramm macht. Ein DAN ist die Abkürzung für Dekanewton. Newton ist bekanntlich eine Maßeinheit für die Kraft. Einige kennen das bestimmt auch aus der Schule als Kilonewton. Kilogramm ist eine Maßeinheit für die Masse. Wie Sie sicherlich wissen, kann eine Masse natürlich auch eine Kraft ausüben. Deshalb ist auch eine Umrechnung von dann in Kilogramm möglich. Sie sollten zunächst wissen, dass ein Newton die Kraft bezeichnet, die einen Gegenstand mit einem Gewicht von 1 Kilogramm bzw. 1000 Gramm innerhalb von einer Sekunde auf ein Tempo von 1 Meter pro Sekunde beschleunigen kann. Außerdem die Vorsilbe DA ist die Abkürzung von Deka und bedeutet 10. Das heißt, ein Dekanewton kann einen Gegenstand mit einer Masse von 10 Kilogramm auf eine Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde beschleunigen. Zur Umrechnung von Dekanewton in Kilogramm müssen Sie außerdem noch wissen, dass die mittlere Erdbeschleunigung exakt 9,81 Meter pro Sekundenquadrat beträgt. Mit den oben gemachten Angaben können Sie nun mit Hilfe eines Taschenrechners leicht eine Umrechnung von Dekanewton in Kilogramm durchführen. Zunächst rechnen Sie 1 geteilt durch 9,81. Das Ergebnis lautet gerundet 0,102, das heißt 0,102 Kilogramm. Multipliziere man mit 10 wegen Deka und erhalte 1,02, das heißt, ein Dekanewton entspricht demzufolge 1,02 Kilogramm. Genauso können Sie versuchen, Kilogramm in Dekanewton umzurechnen. So erhalten Sie den Faktor 0,981. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!